Ja, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Stadträtinnen und Stadträte, gemeinsam mit zahlreichen Akteuren der Zivilgesellschaft bereiten wir auch in diesem Jahr intensiv das Gedenken rund um den 13. Februar vor. Ich will die Gelegenheit nutzen, da es jetzt die letzte Ratssitzung vor dem Gedenktag ist, auch an dieser Stelle dafür zu werben und dass Sie an der Menschenkette teilnehmen und ein deutliches und weitaus sichtbares Signal der Versöhnung aussenden. In diesem Jahr steht der Aufruf zur Menschenkette unter dem passenden Titel »Gemeinsam wachsam«. Lassen Sie mich einige Worte aus dem Aufruf zitieren. Der 13. Februar erinnert uns an die verheerenden Folgen von Gewaltherrschaft, Menschenverachtung, Antisemitismus, Intoleranz und Nationalismus. Aber unsere Geschichte erinnert uns auch daran, dass eine demokratische Gesellschaft die beste Antwort auf solche Bedrohungen ist. Der 13. Februar mahnt uns deshalb, Verantwortung zu übernehmen. Wir rufen auf, gemeinsam und mit Mut unsere demokratischen Werte wie Menschenwürde, Gerechtigkeit, Gleichheit und Toleranz zu verteidigen. Unsere Demokratie und die Menschenrechte sind ein kostbares Erbe, das wir bewahren und stärken müssen. In einer Zeit, in der Demokratien auf der ganzen Welt unter Druck stehen, in der Menschen an den Folgen von Krieg und Terror leiden, wenn Hass, Hetze und Gewalt, wenn Rassismus und Antisemitismus sich erneut ihren Weg bahnen, müssen wir gemeinsam wachsam sein, diese Werte aktiv schützen und diesen Tendenzen gemeinsam entschieden entgegentreten. Indem wir eine Menschenkette bilden und wachsam vereint sind, setzen wir ein starkes Zeichen für das mahnende Erinnern, den Schutz unserer Demokratie und den dafür nötigen Mut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht zuletzt die friedliche Großdemonstration am vergangenen Wochenende hat gezeigt, dass wir als Demokratinnen und Demokraten aufgerufen sind, diese Wachsamkeit nicht auf einige wenige Daten im Jahr zu beschränken. Das Grundgesetz fasst es dabei einfach zusammen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn einzelne Gruppen, Cliquen oder Teile ganzer Parteien versuchen, diese Würde zu missachten, dann muss die Zivilgesellschaft sich dem entgegenstellen. Dies haben die Dresdnerinnen und Dresdner am Sonntag eindrucksvoll getan. Am 3. Februar ist eine weitere Großdemonstration aus einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis heraus geplant. Das Motto: gegen Spaltung für Demokratie. Als Oberbürgermeister stelle ich mich ganz ausdrücklich hinter dieses bürgerschaftliche Engagement. Nicht nur der Artikel 1, sondern das gesamte Grundgesetz ist keine Selbstverständlichkeit und kein Naturgesetz. Es muss erarbeitet, erhalten und verteidigt werden. Dazu sind alle Demokratinnen und Demokraten gerade jetzt aufgerufen. Auch in diesem Jahr wird es rund um den 13. Februar wieder zahlreiche Versuche geben, die Ereignisse der letzten Kriegstage zu Instrumentalisierung und umzudeuten. Auch hier ist unsere Wachsamkeit unverzichtbar. Opfer dürfen nicht gegen Opfer aufgerechnet werden. Geschichte darf nicht umgeschrieben und für das eigene Weltbild passend gemacht werden. In diesem Sinne bin ich mir sicher, dass nicht nur zur Menschenkette zahlreiche Dresdner zusammenkommen werden. Ich bin mir auch sicher, dass wir an den Orten zusammenkommen, an denen rechtsradikale Nationalisten versuchen, unsere freiheitliche Grundordnung in Frage zu stellen. Dazu schon jetzt meine ausdrückliche Einladung und meinen herzlichen Dank. Ich habe mich ja bereits kurz zum Eilantrag von FDP und CDU zur Erinnerungsstelle am Altmarkt geäußert. Trotzdem möchte ich aufgrund der aktuellen Diskussion zu Ihrer Information beitragen und bitte jetzt Herrn Bürgermeister Kühn, einige Ausführungen zu machen, wie es zur Entfernung des Schriftzuges gekommen ist. Und wir gehen ja dann, und das habe ich ja schon gesagt, zum weiteren Gestaltung wird Erstauftrag auch an den Beirat für Erinnerungskultur sein, sodass wir uns damit auch aktiv als Stadtgesellschaft weiter
auseinandersetzen. Bitte schön, Herr Kühn. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, Sie wissen, dass anlässlich des 60. Jahrestags der Bombardierung von Dresdens im Jahr 2005 auf dem Altmarkt eine metallerne Erinnerungsspur im Pflaster des Platzes eingelassen wurde vom Künstler Einhard Krotegut. Unmittelbar daneben ist der Zugang zur Tiefgarage mit der Einfassung, die als Sitzbank ausgebildet ist, und dort befand sich eine erläuternde Inschrift, die bekanntlich entfernt wurde. Diese Inschrift ist in den zurückliegenden Jahren immer wieder durch Graffiti verschmutzt worden oder auch dadurch, dass Leute sich dort hingesetzt haben, was gegessen haben etc. Sowohl die Tiefgarageneinfahrt als eben auch diese Sitzbank, wo die Inschrift sich befindet, ist ja nicht im Eigentum der Landeshauptstadt, sondern im Eigentum des Tiefgaragenbetreibers bzw. Besitzers. Deshalb hat sich schon die AG 13. Februar im November 2018 damit auseinandergesetzt und festgestellt, dass die Bank in ihrer derzeitigen Form und deren geschichtspolitische Inschrift keine geeignete Form für eine Erinnerungsstelle sei. Die Ergebnisse wurden dann auch dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau im Rahmen der Altmarktumbauvorlage vorgestellt. Insofern gibt es an dieser Stelle eine Stele. Diese Stele ist im Rahmen der Umbauarbeiten im Oktober beschädigt worden, musste also entfernt werden und notwendig war eine Ersatzbeschaffung. Dabei wurde das Layout überarbeitet, es wurde also keine inhaltliche Veränderung des Textes vorgenommen. Man hat das Logo der Landeshauptstadt aktualisiert und die einzige Änderung, die vorgenommen wurde, ist, dass die konkrete Tagesnennung der stattgefundenen Leichenverbrennung auf dem Altmarkt verzichtet wurde, weil es hierzu unterschiedliche Quellenangaben gibt. Im Zuge des Altmarktumbaus war ein Vertrag mit dem Eigentümer der Tiefgarage erforderlich. Sie wissen ja, dass der Platz barrierefrei umgebaut wurde mit geschnittenem Pflaster und dass vor allen Dingen die ganze Veranstaltungstechnik komplett erneuert werden musste. Und diese Veranstaltungstechnik, die also wesentlich umfangreicher als die vorhergehende war, benötigt in der Tiefgarage einen Technikraum und entsprechend mehr Platz. Insofern hat man dort vertraglich diese Rahmenbedingungen dafür geregelt. Das ist ein Vertrag, den das Amt für Wirtschaftsförderung geschlossen hat, mitgezeichnet vom Straßen- und Tiefbauamt. Und dort haben die Eigentümer des Einstiegsbauwerkes bzw. der Tiefgarage ein Passus einfügen lassen, der die Entfernung der Inschrift vertraglich vereinbart. Dieser Vertrag hat die Leitungsebene, es ist im Dezember 2022 unterschrieben worden, die Leitungsebene nie erreicht. Ich kenne den Vertrag oder wir als Bürgermeister kennen den Vertrag seit letzter Woche Montag. Es ist so, dass im Zuge der Restarbeiten für die Fertigstellung der Bauarbeiten auf dem Altmarkt nach dem Striezelmarkt einerseits die Stele wieder errichtet werden sollte und andererseits eben auch dem Straßen- und Tiefbauamt bekannt war, wann der Vertrag umgesetzt wird, sprich sozusagen die Entfernung der Inschrift, die vertraglich geregelt wurde. Es ist versäumt worden, auch hier seitens der Zuständigen die Leitungsebene darüber zu informieren. Erstens, wann das passiert und zweitens, dass es passiert und natürlich auch, wann genau die Stele wieder aufgestellt wird. Das haben wir letzten Freitag gemacht im Rahmen eines öffentlichen Pressetermins. Wir haben uns als Führungsspitze der Landeshauptstadt Dresden
entschuldigt für diesen unsensiblen Umgang mit diesem Gedenk- und Erinnerungsort. Dort sind Fehler von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht worden. Die sind schwerwiegend. Die Betroffenen bedauern das auch. Die Fehler sind jetzt auch nicht mehr rückgängig zu machen, aber wir haben auch die Aufgabe als Leitungsebene, uns schützend vor die Mitarbeiter, und das sind Menschen, die auch Fehler machen, zu stellen. Insofern haben wir die Verantwortung übernommen, uns öffentlich entschuldigt. Und der Oberbürgermeister hat es schon gesagt, die Überarbeitung des Gedenkortes wird im Rahmen des neuen Beirats für Erinnerungskulturen dann entsprechend diskutiert werden können. Ja, vielen Dank, Herr Kühn, nochmal auch für die Ausführungen. Damit schließe ich den Bericht des Oberbürgermeisters und wir steigen ein mit dem Tagesordnungspunkt 3. Die erste Aktuelle Stunde des heutigen Tages zum Thema Jüdische.